Arr. Ja, ratet mal, worum es geht. Um Freebooters Fate. Ich glaube, das war gerade der schlechteste Piratenschrei ever. Okay, ja, Freebooters Fate Modelle ist eine Gruppe der imperialen Armada. Und hier ist es so, dass die Modelle hier in den hinteren Reihen in Skirmish-Qualität bemalt sind. Das hier sind diese Musketenschützen und diese Seesoldaten. Und die gesamten Modelle hier in der vorderen Reihe, die sind in Character-Qualität bemalt. Da haben wir, das sind auch primär ja, Einzelfiguren mit ja, eigenem Namen. Die Freebooters Fate-Modelle gefallen mir persönlich sehr gut. Die sind sehr schön von den Posen her, nicht zu überproportioniert. Und was auch eine ganz tolle Sache an diesen Modellen ist, die haben eine Base aus Zinn dabei. Also das ist eine Kunststoffbase, aber es gibt dann eben aus Zinn noch so eine Art ja, Bodenelement, das an jedem Modell unten dran gemacht wird. Und dadurch hat man dann hier zum Beispiel diesen Plankenboden. Mal hat man auch so ein bisschen eine kleine Sumpflandschaft oder ähnliches, auf der man dann aufbauen kann. Das macht vieles einfacher und ist auch ja, sehr abwechslungsreich. Zum Teil gibt es dann auch zusätzliches Equipment. Diese Dame hier hat so eine ja, Pistolenschatulle noch dabei. Oder was haben wir noch? Ja, der dicke Kerl hier hat ein paar Gewehre zu viel. Eins auf dem Boden auch noch. Sieht auch ganz witzig aus. Also passt schön zusammen. Hier haben wir einen Söldner, der hier irgendwas, ja, keine Ahnung, Schriftrollen aus so einer Kiste rausholt. Und dann liegen da auch ein paar von diesen Schriftrollen auf dem Boden rum. Ein Unterschied auch, den ich erwähnen kann in Bezug auf die Skirmish-Bemalung und die Character-Bemalung. Bei den ganzen Character-Modellen als Beispiel ist es fast an jedem Modell, beziehungsweise da, wo es Sinn macht, wurden auch die Augen gemalt. Das könnt ihr auch zum Teil auf den Bildern im Anschluss ganz gut sehen. So dass es da auch nochmal eine deutliche Unterscheidung von der Qualität her gibt. Ansonsten insgesamt die Charakterqualität sticht auch dadurch hervor, dass wir uns viel mehr Zeit lassen, die einzelnen Elemente an der Rüstung zu bemalen, Verzierungen. Zum Beispiel, wenn ich den Burschen hier nochmal zurückhole, der hat so einen metallenen Brustpanzer. Und dann wurden hier auch die Schnallen, die den Brustpanzer zusammenhalten, unter dem Arm, wurden dann auch nochmal hervorgehoben. Ja, imperiale Armada, ein paar Söldner und was haben wir hier noch? Das ist noch eine Amazone, die sich hier gerade über diesen Ast schwingt. Und das haben wir dann auch noch ein bisschen als Dschungelbase mit Büschen und ähnlichem zusätzlich verziert. Sieht ganz, ganz, ganz hübsch aus. Eine sehr dynamische Pose und genau, gefällt mir ganz gut. Insgesamt, Freebooters Fate ist mit Sicherheit ein System, das man sich mal angucken kann. Meines Wissens wird überhaupt nichts da mit Würfeln entschieden, sondern es ist ein reiner Kartenmechanismus. Das heißt, für alle, die immer so Würfelpech haben, ja, vielleicht mal eine Alternative. Und ja, es gibt auch meines Wissens recht viele Fraktionen zur Auswahl und diese ganze Piratenthematik, da liegt man ja eigentlich nie irgendwie falsch. Okay, im Anschluss die Bilder, hier nochmal die ganze Truppe und ja, bis demnächst. Tschüss.